Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt heute wieder ein Fein-Unboxing und es gibt ein ganz, ganz neues Produkt von Fein und ein Restock von einem Produkt, auf das ihr ewig lange gewartet habt. Deswegen freue ich mich so sehr, jetzt gleich die beiden Pakete mit euch aufzumachen. Ich habe mir auch was Neues bestellt, was ich so noch überhaupt nicht kannte, neben dem ganz neuen Produkt. Deswegen wird es natürlich auch einen Taste-Test geben. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe auch noch so einen coolen Rabattcode für euch. Aber eins nach dem anderen. Lasst dem Video auf jeden Fall sehr, sehr gerne schon mal ein Däumchen nach oben da und abonniert schon mal sehr, sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Achso, bevor wieder ganz viele Fragen kommen, ich trage den Acid Pulli in Schwarz von TVO. Da könnt ihr auch mal mit dem Code MarieX10 10% sparen. Genauso wie bei Fein, der Supplement Brand von TVO. Da könnt ihr auch immer mit MarieX10 10% sparen. Außer es gibt so eine besondere Aktion wie jetzt am Wochenende. Da könnt ihr mit dem Code MarieX25 25% auf Proteinriegel sparen. Und es gibt einfach eine ganz neue Sorte. Deswegen haben wir hier oben auch dieses kleine Paket. Und in diesem kleinen Paket haben wir einmal einen Restock von einem Riegel, den ihr bestimmt kennt. Und auf, ich habe so viele Fragen bekommen, wann kommt endlich White and Dark Cookies wieder? Und er kommt jetzt wieder und ihr könnt dann direkt 25% drauf sparen. Und es kommt einfach Dark Cookies. Das ist dann genau der gleiche Riegel wie bei White and Dark Cookies, halt nur in Dark. Ich mache jetzt einfach mal direkt als erstes dieses kleine Paket auf, weil ich bin so gespannt da drauf. Und da haben wir schon direkt den neuen Riegel. Und darunter haben wir den Restock von dem Riegel, den wir alle am allerliebsten lieben. Ich habe mir aber auch noch den White Hazelnut mitbestellt in der anderen Box, weil ich den auch super lecker finde. Und ihr glaubt gar nicht, wie gespannt ich drauf bin, den gleich mit euch zu taste-testen. Guckt mal bitte, wie gut die Verpackung schon aussieht, wie gut der Riegel hier drauf aussieht. Es ist Chocolate Dark Cookies with Real Cookie Pieces, no added sugar, 17 Gramm Protein pro Riegel. Also wenn ihr generell die Feinriegel noch nicht kennt, ich hatte es euch schon mal in einem letzten Video gesagt, ich habe mit so vielen Mädels auf der FIBO gesprochen, die auch mit anderen Kooperationspartnern zusammenarbeiten oder noch zusammengearbeitet haben. Die haben alle die Feinriegel probiert und die sind wirklich next level. Und so sieht dann einmal der neue Riegel aus. Und ihr wisst auch nicht, wie sehr ich mich auf diesen Riegel freue. Endlich gibt es wieder Nachschub. Das hat jetzt wirklich eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, Fein wollte halt einfach genügend neue Riegel produzieren, dass sie dann nicht direkt wieder sold out sind. Ihr könnt halt, wie gesagt, jetzt beim Launch mit MarieX25 bis Sonntag, ich glaube 23.59 Uhr, ich packe euch hier nochmal alle Infos hin und auch in die Infobox, 25% sparen und danach gibt es halt wieder mit MarieX10 10%. Und diese Konsistenz von diesem Riegel, also von der Sorte White and Dark Cookies und jetzt auch von Chocolate Dark Cookies, ist einfach nochmal krasser als von Hazelnut und Peanut Butter. Deswegen bestellt euch die unbedingt und seid unbedingt schnell. Ich weiß nicht, ob das direkt wieder ausverkauft sein wird. Ich hoffe nicht, weil ich will auch so, so gerne bei meiner nächsten Bestellung die Riegel wieder mit reinpacken. Falls ihr es auch noch nicht mitbekommen habt, bevor ich jetzt den Karton aufmache, da ist aber auch Nachschub von drin. Es wurde auch ein Proteinkaffee von Fein gelauncht. Und ich habe so, so sehr gehofft, dass das passiert. Dann kam einfach die Info, dass es einen Proteinkaffee geben wird. Und die erste Sorte, die gelauncht wurde, ist der All-Way Protein Kaffee in Cappuccino. Gibt es auch in vegan. Ich habe jetzt nur die nicht vegane Sorte getestet. Und ich zeige euch mal, wie viel noch da drin ist. So gut wie nichts mehr. Also glaube ich, könnt ihr ganz gut sehen, wie lecker wir den finden. Wir haben uns heute auch wieder erst eingemacht. Ich kann euch hier auch nebendran mal gerade laufen lassen, wie ich mir den zubereite. Ich mache halt immer ein bisschen Wasser, vermische das erst, mache dann meistens noch so zwei Drops von so einem Vanille-Flavor rein, so einem zuckerfreien. Müsst ihr aber nicht. Ich mag das halt ganz gerne. Und dann mache ich immer noch ein bisschen Sojamilch bei. Ihr könnt aber auch komplett irgendeine Milch eurer Wahl nehmen, ne? Oder halt auch nur Wasser. Dann ist es halt so ein weniger cremig, aber geht auch. Und das finde ich so, so cool. Da hat man dann so ungefähr 25 Gramm Protein, je nachdem, wie viel Milch ihr halt beimacht, einfach so als vom Kaffee halt, ne? Und ich gehe halt immer als erstes zum Sport und danach mache ich mir das dann halt immer direkt einmal so als Belohnung und ich habe halt dann auch direkt meine Proteins gesaved, wie man so schön sagt. Deswegen unbedingt in euren Warenkorb packen, falls ihr den noch nicht probiert habt. Falls ihr den bestellt habt und schon probiert habt, gebt mir bitte unbedingt Feedback, aber ich finde den wirklich super, super lecker. Ich bin schon gespannt, ob es noch weitere Geschmacksrichtungen geben wird und wenn welche. Ich hoffe halt noch auf sowas, was dann vielleicht so noch schokoladiger zum Beispiel ist, dass man einfach so ein bisschen Variation hat, aber den habe ich mir direkt wieder bestellt, weil es ist einfach ein Träumchen und der ist halt jetzt fast leer. Und ja, ich glaube, das hat nicht mal zwei Wochen gehalten. Ansonsten liebe ich eh alles. Ich zeige euch nur noch mal ganz kurz die Sorten, die noch da sind. Hier ist noch Sweet Cherry und von Sweet Cherry ist noch am meisten da. Also es ist auch schon fast leer. Iced Tea Peach ist schon leer und Pink Grapefruit, meine neue Nummer 1. Ich muss euch wirklich sagen, dass ich Pink Grapefruit noch mal mehr mag aktuell. Vielleicht liegt es auch am Sommer und daran, dass es einfach so ein Geschmack ist, den ich von so einem All Clear nicht kenne. Diese
leicht säuerliche Note dabei. Ist so ein Traum. Schaut mal, das sind vielleicht noch 3 Portionen. Daniel liebt den auch über alles, ist meine neue Nummer 1. Dann auf jeden Fall Eistee Pfirsich und danach Sweet Cherry, aber wirklich Pink Grapefruit habe ich mir jetzt auch nochmal neu bestellt. Und ich habe an Protein nur noch die beiden da. Mein veganes Schokoprotein und mein veganes White Peanut Caramel Protein ist schon leer. Und ich habe halt noch den Reispudding hier, liebe ich auch über alles. Wollte ich jetzt aber auch mal mit dem normalen Schoko Whey probieren, weil ich mag die Konsistenz von dem Reispudding mit Whey lieber, weil es halt cremiger wird. Mit vegan geht das auch perfekt, aber ihr müsst da noch ein bisschen mehr Wasser beimischen am besten. Und hier ist jetzt noch ein bisschen mehr drin, einfach weil es jetzt immer so warm war und da wollte ich nichts Warmes als Frühstück haben. So, und dann komplett leer ist einmal mein Omega-3 von Fein. Da habe ich mir jetzt übrigens auch mal noch mehr Supplements bestellt. Und mein Kurkuma, auch komplett leer. Also auch direkt Nachschub von geordert. Jetzt kann ich das wegtun, aber ich wollte euch zeigen, dass wir das halt wirklich jeden Tag alles benutzen. Ich glaube, Daniel hatte gestern sogar 2-mal sich ein Isoclear gemacht. So, jetzt aber meine große Bestellung. So, ich habe den Karton jetzt mal aufgemacht und versuche mal einfach nach und nach rauszuholen, was mir entgegenkommt. Also einmal habe ich hier das Fine All Clear Isolate in Pink Grapefruit. Habe ich euch ja gerade schon gesagt, dass ich da unbedingt Nachschub von brauchte. Und übrigens könnt ihr die Sachen auch alle mit in euren Warenkorb packen. Gebt einfach MarieX25 jetzt am Wochenende ein. Dann bekommt ihr auf die anderen Sachen außer Proteinriegel diesmal 10% und eben auf die Proteinriegel 25% und sonst immer MarieX10. Dann habe ich natürlich das All Vegan in Chocolate. Das mag ich noch mehr als das White Peanut Caramel nochmal mitbestellt, weil ich vertrage eigentlich am besten nur veganes Protein. Jetzt ist aber in dem nicht veganen von Fein Laktase mit drin. Deswegen wollte ich das einfach mal testen, ob ich das vertrage und habe mir Schoko auch in nicht vegan mitbestellt. Genau, weil als ich mir den Reispudding zum Beispiel mit dieser kleinen Probe von Vanille gemacht habe, mir diesmal auch mitbestellt, hatte ich auch keine Probleme. Aber genau, das Vegane kann ich euch auf jeden Fall schon mal empfehlen. Habe ich auch schon in meine Smoothie Bowl mit reingepackt, auch mit Beeren. Schmeckt super gut. Oder einfach so als Shake. Aber ich wollte halt mal mit dem nicht veganen, ach so, übrigens, hat hier einen Shake, also ihr müsst so ungefähr 35 Gramm in 350 Milliliter Wasser, 129 Kalorien und einfach 27 Gramm Eiweiß. Das ist halt bei dem Vegan richtig, richtig krass. Auf 100 Gramm sind hier 78 Gramm Eiweiß drin. Dann habe ich hier nochmal den Kaffee neu. Ich habe es euch ja gesagt. Leute, Proteinkaffee ist wirklich sowas Krasses. Falls ihr den noch nie probiert habt, macht das unbedingt mal. Wie gesagt, ihr könntet zum Beispiel auch noch ein bisschen zuckerfreien Sirup oder zuckerfreie Flav Drops mit reinpacken, wenn ihr das noch so ein bisschen süßer haben wollt. Aber probiert den wirklich mal aus. Es ist wirklich so, so lecker. Und dann habe ich ja gerade schon angekündigt, den werden wir auch gleich probieren, habe ich mir noch den All Whey Protein Chocolate Milch Shake Protein Shake bestellt oder das Proteinpulver bestellt. Hier soll man 30 Gramm Proteinpulver mischen, ich glaube mit Wasser eigentlich, aber wie gesagt, man kann auch immer noch Milch mit bei machen. 110 Kalorien und 22 Gramm Eiweiß. Also man kann ja auch immer mehr Proteinpulver nehmen. Ne? So eine Portionskurs ist ja immer nur so eine Verzehrempfehlung. Ich mache zum Beispiel manchmal auch einfach viel mehr Wasser und 30 Gramm oder viel mehr Wasser, auch gerade beim All Clear. Dann habe ich mir tatsächlich noch so ein paar All Whey Proben in Vanille bestellt. Ich wollte einmal meine Smoothie Bowl mit Vanille Proteinpulver machen. Ich wollte einfach mal gucken, ob das funktioniert. Und es gibt hier noch normales Vanille, nicht in vegan von Fein. Deswegen habe ich mir das dann mitbestellt. Und ich wollte das halt auch für den Reispudding da haben. Also einfach so ein paar Pröbchen. Vielleicht auch für die von euch, die erstmal testen wollen, könnt euch auch von fast allem einfach Proben bestellen. Genau, und dann habe ich aber auch noch zum Beispiel Lemon Iced Tea All Clear nochmal als Probe genommen. Wollte ich einfach auch nochmal testen, wie schmeckt nochmal. Lemon ist nämlich jetzt schon wirklich lange her. Ich glaube, April war es, ne? Irgendwann so. Und mit Fiburum hatte ich diesen Taste-Test gemacht. Und dann habe ich mir Omega-3 nochmal neu bestellt. Hatte ich euch eigentlich gerade auch schon gesagt. Wirklich richtig, richtig gut. Und ich hatte ja mal ein großes Blutbild gemacht und wirklich Omega-3. Ich habe immer nur veganes Omega-3 genommen, deswegen fehlte mir einfach ganz normales Omega-3. Und deswegen, ja, supplementiere ich das jetzt halt immer. Deswegen unbedingt da immer so regelmäßig so ein Blutcheck-up machen, ist wirklich super wichtig. Und dann habe ich mir All You Need Performance bestellt. Es gibt auch noch das ganz normale All You Need. Hier ist aber nochmal viel, viel mehr drin. Und ich wollte das jetzt einfach mal testen. Daniel kennt sich da auch immer super gut mit aus, hat sich damit auch auseinandergesetzt. Und hier sind wirklich super, super viele Vitamine drin. Guckt euch das unbedingt mal auf der Webseite an. Ich kann euch aber auch mal kurz hier vielleicht so eine Tabelle reinpacken. Da sind halt Vitamine, Mineralien drin und Coenzym C ist zum Beispiel auch mit drin. Das habe ich halt einmal alles einzeln genommen. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken,
was das so kann. Mach dann halt auch hinterher mal wieder ein Blutbild. Hier steht übrigens auch noch alles drauf, was drin ist. Und dann sehen wir ja, ob das ausreichend ist quasi. Man kann ja aber auch ein paar Sachen sich nochmal einzeln holen, wie Vitamin D3 oder B12 und das nochmal einzeln supplementieren. Aber da gibt es echt viel bei. Fein. Ich wollte mich jetzt mal so langsam an die ganzen Sachen rantasten. Soll man halt täglich 5 Stück von nehmen, dann würde ich jetzt noch Omega-3 einzeln nehmen und Kurkuma. Ich persönlich finde einfach, dass es so einen Unterschied macht, wenn ich Kurkuma nehme oder wenn ich Kurkuma nicht nehme. Meine Haut ist viel, viel reiner und generell, also wir klopfen auf Holz, wie sagt man so schön, hier ist kein richtiges Holz, aber ich nehme mal den Karton. Ich bin jetzt seit Jahren nicht mehr krank geworden und ich nehme halt immer Supplements. Und ich glaube, dass es halt auch an den Supplements liegt, weil ne, andere um mich herum wären halt öfters krank und ich achte halt so darauf. Ne? Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, euch da mal Gedanken zu machen oder wirklich mal ein großes Blutbild machen zu lassen und einfach zu schauen. Weil Gesundheit ist das A und O und ohne Gesundheit bringt uns alles nichts. Ne? Deswegen ist es wirklich das Wichtigste und ich schätze wirklich so jeden Tag, an dem ich halt gesund bin und an dem alle Lieben um mich herum gesund sind. Ja, das ist das Wertvollste, was wir haben. Und dann als letztes aus meiner Bestellung habe ich noch den Protein Bar White Hazelnut Cream. Auch sehr, sehr lecker. Mein Favorit ist aber Cookies White and Dark Chocolate. Ich bin jetzt mal gespannt mit Chocolate Dark Cookie, wie der ist. Obwohl ich glaube, dass der weiße Schokolade vielleicht nochmal einen Tick besser ist. Ich bin aber gespannt. Den habe ich auch in meinem letzten Video getastet. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Einfach die letzten beiden feinen Videos, die ich schon online gestellt habe. Da könnt ihr dann gerne vorbeischauen, wenn ihr dazu auch noch einen Taste-Test haben wollt. Genauso wie den habe ich euch da auch schon gezeigt. Obwohl, ich mache den gleich nochmal auf, weil ihr müsst den einfach sehen. Obwohl, ich werde jetzt, glaube ich, erst den Allway Chocolate Protein Shake probieren. Und dann probieren wir den ganz dunklen und ich zeige euch den nochmal, weil das ist der allerleckerste Riegel, den ich jemals gegessen habe. Und vertraut mir, ich habe schon super, super viele Riegel probiert. Ich habe auch schon mal ein Riegel-Taste-Test-Video hochgeladen. Glaubt mir, das ist der leckerste. Einziges Manko, da ist Kollagen drin, also der ist nicht vegetarisch. Okay, krass. Das schmeckt einfach nach Kakao. Also ich glaube, wenn man den jetzt noch mit Milch machen würde, schmeckt man gar keinen Unterschied mehr. Das schmeckt wirklich wahnsinnig lecker. Auf jeden Fall den Taste-Test bestanden. Wenn ihr einen Schoko-Milchshake, Proteinpulver sucht, dann kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde auch, es schmeckt gar nicht so doll nach diesem typischen Milch-Proteinpulver-Geschmack. Wisst ihr, eigentlich kommt da immer so dieser Whey-Geschmack raus. Habe ich da jetzt auf jeden Fall gar nicht. Ist bei Vanille schon so ein bisschen stärker da. Also ich habe beide Riegel jetzt einmal für euch aufgeschnitten, damit ihr das besser sehen könnt. Das ist jetzt einmal der neue. Und seht ihr diesen flüssigen Kern in der Mitte? Und hier haben wir dann meine bisherige Nummer 1 White and Dark Cookies. Es ist so lecker. Und auch hier seht ihr wieder diesen flüssigen Chor quasi. Man kann es so gut erkennen. Und dann weiße Schokolade und auch diese Cookie Crumble. Hier habe ich jetzt die zwei kleinen Stückchen. Übrigens schmeckt der eigentlich wie Oreo mit dieser weißen Schokolade drum. Also wirklich richtig, richtig lecker. Ich habe euch gerade gezeigt, das kommt da so raus wie Nutella. Für alle, die dunkle Schokolade mehr mögen wie helle Schokolade. Ein Traum. Schmeckt sehr, sehr ähnlich. Der andere noch so einen minimalen Tick süßer wegen der weißen Schokolade. Aber der ist auch ein absoluter Traum. Ist auf jeden Fall mit meine Nummer 1. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war es jetzt auch schon mit meinem Taste-Test. Aber bitte tut mir den Gefallen, falls ihr White and Dark Cookies oder jetzt auch Dark Cookies noch nicht probiert habt oder auch die anderen Riegel. Wenn ihr sagt, Hazelnut ist eher meins oder Peanut Butter, probiert unbedingt die feinen Riegel und jetzt könnt ihr einfach 25% sparen. Das ist ein mega cooles Angebot mit MarieX25 und danach wieder mit MarieX10 10%. Probiert einfach mal. Und falls ihr euch unsicher seid bei Proteinpulvern, könnt ihr super, super gerne erstmal die Probiergrößen bestellen. Ihr könnt übrigens auch einzelne Riegel bestellen, nicht nur Riegelboxen, was ich auch sehr cool finde und deswegen kurz noch hervorheben will. Ja, dann war es das auch mit meinem Unboxing und meinem Taste-Test. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat, lasst dem Video sehr, sehr gerne ein Däumchen nach oben da und abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal und ja, schreibt mir gerne noch Videowünsche in die Kommentare und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!